Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei LS17, dem Projekt Classic auf Münsterland TV, zusammen mit dem Pascal. Hallo. Und einen Schluck auf. Ja, von mir. Ja, wir sind jetzt hier noch weiter am Gras am Machen. Ich glaube, er hat schon. Ist das jetzt die vierte Fuhre? Ich weiß es gar nicht mehr. Dritte. Dritte? Oder? Echt? Dritte erst? 210.000. Vierte. Ja, die vierte. Da sind wir bei 280.000 an Gras und das wird der Silage. Gärreste. Ja. Können jetzt schon mal Geld zählen. Die Batzen. Richtig. Hochsonnennoten für alle. Ja, für wen sonst? Ja. Ja, das Ding ist richtig schön hier. Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt, aber es ist schön. Jo. So, dann. Der beführt das schön in einem Schwad. Also. Ja, das nochmal ein Stück rüber hier. Vielleicht nehme ich das mit denen gleich zusammen. Können wir jetzt schon zusammen machen, sehe ich gerade. Sehr schön macht er das, der Junge. Sehr schön. Aber wenn man so nimmt, sind die zwei Felder schon nicht klein. Also die zwei Wiesen. Nö, eigentlich nicht. Ein Stück rüber jetzt. Mal gucken, wie viel fertig ist. 2933. 2900? Okay, ist noch nicht so viel. Dann schon in den nächsten Tagen kommen. Ja, das wird dann in den nächsten Tagen fertig werden. Ja. Noch haben wir ja Gärreste genügend drin. Der klappt jetzt zusammen. Ach so, der schiebt sich. Ah, okay. Also wenn ich das recht sehe, dann müsste das Montag oder Dienstag sein, wo ihr das seht, wenn ich die Silage wegkipp. Ja, müsste eigentlich, ne? Montag oder Dienstag. Ne, werden die Samstag rausbringen, die Folge. Ja, die jetzige. Aber ich meine, wenn es fertig ist. Ja, das kommt immer drauf an, ob ich die Server laufen lasse. Wenn der Server weiterläuft, was wir eigentlich machen könnten. Wir haben ja noch keine Tiere, die leer laufen können. Die Felder können nicht verrotten, oder? Ich schau nochmal lieber. Wenn wir alles, was wir ausgeliehen haben, zurückgeben, ist auch egal, oder? Ist ja alles schon zurückgegeben. Also, aber wir haben das, dann, deswegen, dann können wir weiterlaufen lassen, deswegen. Also Fahrzeug, Wartungskosten und so. Ja, das ist, denke ich mal, egal, weil wir kriegen ja dann genug Geld. Ja, okay. Aber wir haben die Felder wachsen weiter, wachsen dann zumindest, und wir haben die Silage durchlaufen, von daher können wir es ruhig durchlaufen lassen, finde ich. Jo. Dann haben wir ja auch, der Fermenter läuft durch, ja, sehr gut. Also, was dann auffällig ist, ist natürlich dann, wenn irgendwo in der Produktion was fehlt, aber es ist ja nicht schlimm, dann ist es trotzdem durchproduziert. Ich werde jetzt, denke ich mal, nochmal zu der Produktion hinschauen. Mit dem Anhänger. Der steht aber noch beim Holz, deswegen. Ich glaube, ich fahre den Trecker jetzt noch zurück und dann. Ja, genau. Bände ich meine Schicht vor. Hast du dir dann auch verdient, Junge. Ja. Das Ding steht da, auch kacke, aber steht da erstmal. Dann fahre ich nämlich noch den Rest jetzt zu Ende gleich. Kannst du ruhig auf dem Feld stehen lassen oder am Feld. Das restliche Gras noch wegfahren. Wir werden euch nicht alles zeigen, also ich werde dann offscreen den Rest zu Ende fahren. Was ich euch jetzt zeige, ist, wie weit die Produktion ist. Vielleicht haben wir wirklich jetzt auch schon Obst wieder fertig, dass wir da schon mal wieder an Geld kommen. Und vor allem müssen die, die Palettentrigger, die müssen frei sein, damit es ja weiter produziert werden kann. Deswegen reicht der Ford locker für das, was ich jetzt fahre. Sieht's hier aus? Ah, da wächst das erste, sehr schön. Ja, wir haben übrigens auf dem Feld neben dem Feld 9, dieses herzförmige, wie auch immer man schimpfen möchte, da sind die Pappeln jetzt angepflanzt.
Und dann haben wir da, dann können wir nämlich da schön Hackschnitzel machen. Brauchen wir keine Laubbäume mehr für nehmen. Sehr schön. Ja, wenn ihr die Folge seht, sind wir, zumindest wenn die rauskommt und ihr seht die direkt, sind wir gerade im Livestream. Schaut mal gerne vorbei. Wir haben ja, vier Teams, die gegen die Corn Belt kämpfen. Wir haben einen Wettbewerb, wer am meisten innerhalb von 12 Stunden aberntet. Wenn ihr die Folge später seht, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei. Da findet ihr mit Sicherheit die Folgen, die Folge, den Livestream. Entweder ganz oben, da sind die ganzen Livestreams aufgeführt. Oder halt, nee, der wird sich nicht einreihen. Höchstens ganz oben wieder als Abo-Spezial dann. Denn das ist das 500er Abo-Spezial auf dem Kanal. 500 Abos, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es wächst weiter. Stimmt. Ja, und am Freitag, ich hoffe, es ist auch so gewesen dann, gab es einen Livestream mit Monopoly. Den könnt ihr euch dann auch mal da oben anschauen. Mit Sicherheit richtig Spaß. Also wir hatten richtig Spaß, wir sechs. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir es leider noch nicht sagen, ob 6, 4, 2 oder einer sind. Ja, wir schneiden die Zahl einfach dann da rein in das Video. Ja. Genau. Nein, also bis zu sechs Leute können spielen. Ganz Ich viele tippe mal. rote Kreise, rote Pfeile und dann im Thumbnail noch reingeschrieben zu 6 Monopoly, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ich bin mal gespannt. Selbst wenn wir zu dritt sind oder zu viert, das wird auch lustig sein. Die Frage ist, ob wir zu Ende kommen in dem Livestream. Aber ich habe durch die vier Videos, die ich habe, schon den einen oder anderen angesteckt. Also das ist ein echt lustiges Spiel, es macht Spaß. Und das war noch der Singleplayer, das heißt ich gegen KI. Was meinst du, was da für ein Spaß es ist, wenn man das gegeneinander spielt? Also. Also den einen oder anderen, bis jetzt weiß ich nur von mir, aber Ja, nur noch, von noch. dir. Aber die anderen holen sich da auch. Oder haben Ja, die weil die ich es Videos dir nicht gesagt gesehen? habe. Achso. Sehr gut. Aber guck mal, wie das Kreise ziehst. Einen steckst du durchs Video an und der erzählt es wieder fünf weiteren. Das Ja, ist so kannst ein du auf dem Hof. Multiplikator, nennt man das auch. Ja, Hast du sehr eine schön. Katze auf dem Hof schon gesehen? Ja, die habe ich auch schon ein paar Mal platt gefahren. Oh, Assi. Assi. Ja, wenn die nicht weggeht. Ich habe ja Assi. gesagt, da sind noch 10 in der Scheune, neue. Böser Steffen haben. Böser Steff. Dreht er schon mit der Katze, der Junge. Junge, du sollst arbeiten. Nee, hab jetzt meinen Trecker eingestellt. Okay, ach stimmt, du machst Feierabend, so rum war das. Dann wünsche ich dir morgen einen Dann wunderschönen schreib dich auch. Schultag. Nee. Was? 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 Nichts, nichts, was? Genieß deinen Tag morgen. Pass schön auf, dass du Neues für die Welt lernst. So, ach so, die Dinger sind fertig, okay. Wieder neuer fertig, ja. Ja, dann fahre ich das hoch, genau. Gucken, ob wir. Wie Neues für die Welt lernen. Geschichte lerne ich nur so alten Scheiß. Auch wichtig. Ja. Hätte Hitler zum Beispiel aufgepasst, hätte er gewusst, dass man nicht im Winter nach Russland geht, so. Ja, wenn die ganzen Soldaten nicht erfroren. Das ist richtig, so. Ich habe jetzt den Ja, Anhänger. vielleicht würden die ja dann jetzt Deutscher sprechen. Man weiß es nicht. Richtig. So, wie sieht es denn hier aus? So, können wir erstmal gucken, wie es im Sägewerk aussieht, ob da Holz gebraucht wird oder. Arbeitskräfte schon mal nicht. Schon mal gut. Haben wir dann Hackschnitzel 24.000, das geht noch. Hier ist. Okay, Holzstämme sind leer. Das heißt, wir müssen auch noch eine Ladung Holz herbringen. Wenn wir schon durchlaufen lassen. Sehr schön. Also, hier ist noch zu tun. Ja. Sehr Schon. schön. So, was? Ah, du bist weg, oder? Was heißt so? Ja, für Okay. heute. Für heute. Ja, dann bis heute im Livestream, ne? Bis Tschüss. heute im Livestream. Ciao. Genieß deinen Tag. Ciao. So, da sind wir wieder allein. Und wir werden jetzt noch schön einmal die Produktion uns anschauen. Wir gehen erstmal nach Welk, also zur Obstfabrik, wie es da aussieht. Du. Wir da auch anders hin?
Fahren jetzt hier zur Brennerei, zur Whiskyfabrik und dann da rein. Das ist, glaube ich, der beste Weg, den wir fahren können. Ja, morgen, also Mittwoch, kam mein Mikrofonarm erneuert. Ich hoffe, dass das Mikrofon dann noch ein bisschen näher rankommt und es etwas, ja, voluminöser klingt, nenne ich es einfach mal. Es wird dann ungefähr so, glaube ich. Und dann wäre das schon ein bisschen deutlicher, als wenn ich dann so rede. Ja, ich habe auch keine Lust, jedes Mal so zum Mikrofon zu gehen, damit ihr mich klar und deutlich versteht. Ich denke mal, klar und deutlich wird schon sein, aber es ist halt hier eher so blechernder, denke ich. Es wird kraftvoller, wenn man näher rangeht. Und das wird hoffentlich der Studioarm machen. Und da freue ich mich drauf. Ich denke, im Livestream am Freitag, Samstag, Sonntag wird das dementsprechend schon hörbar sein. So, einmal nach, ja. Whiskyfabrik da rechts rein, links rein. Und dann zu Welk. Guck, wie viel Obst wir dann drin haben. Wie viel Paletten. Ja, unser Community-Server wird auch am, ja, ich denke, Sonntag dann neu aufgesetzt. Wird er dann am Sonntag im Sonntags-Livestream sehen. Ich hoffe, dass bis dahin meine Wunschkarte im ModHub online ist. Ja, ansonsten müssen wir Sonntag mal schauen, was wir da drauf machen. Ich denke mal, dann wird sonst erstmal nichts drauf kommen. Oder wir lassen die Kornbelt dann erstmal drauf. Mal schauen. So dass wir dann in der nächsten Woche hoffentlich in den neuen Community-Server starten können und den wieder mal reaktivieren. Also der Server ist ja immer da, aber es ist halt runtergefahren. War nichts mehr los. Ich selber war da auch down und ja, es wird ein paar Regeln geben, so dass ich halt dementsprechend da nicht wieder das Interesse verliere. Ich mag das halt nicht, wenn die Trecker an überall rumstehen auf den Feldern und man auf die Karte kommt und erstmal letztendlich aufräumt und schaut, was ist überhaupt. Ich möchte vom Hof aus losfahren können und dann sagen können, so, jetzt mache ich das und das und stell das dann wieder am Hof und fertig. Ach du Kacke, ist ja gar nichts fertig. Ja, doch zwei da, ne? Was denn jetzt, was fehlt schon wieder? Ups, bin mal gespannt, was hier fehlt. Gar nichts. Wasser können wir mal wieder herholen. Kartons ist auch noch gut. Mir fehlt gar nichts. Paletten. Naja, 6000 auch nicht mehr die Welt. Ja, die zwei werden wir mal wegstellen, damit wir hier neue hinbekommen, aber. So, da haben wir dem schon mal einen Trigger frei. Also werden wir jetzt mal Wasser hier hinfahren und Paletten, wenn wir haben. Ja, Paletten steht hier noch 20.000. Hä? Mit 21.000 leere Paletten. Da stand auch 6.000 oder so. Ja, 21.000 Wasser. Geht mit leerer Palette? Die sind leer.
Machen wir denn hier? Arbeitskräfte? 5000. Wasser müssen wir holen. Eigentlich nur Wasser. Eigentlich nur Wasser. Können wir den wieder wegfahren? Okay, fahren wir den zum Hof. Und den Wassertank. Gar nicht, wo der gerade steht. Machen wir oben bei der BGR noch ein bisschen Gärreste. Damit das alles nicht ausgeht. Ja, und dann muss ich nachher das Gras hier fahren. Das mache ich aber offscreen. Ich glaube, Wasserfass war auf dem Hof. Ich meine, es da gesehen zu haben. Ja, genau hier vorne drin. Das dann einmal hier zum Wasser. Und los. Das ist noch einiges. Ich glaube, zwei, dreimal muss ich mit Sicherheit gleich noch hochfahren. Werde ich hin muss. Kann man hier auf der Wiese drehen? Ach, hier im Trecker haben wir schön die beiden Spiegel im Blick, das ist so gut. Was ist leer? Hat auch schon 318.000 318 Kilometer gefahren hier. Hat der Fendt aber auch schon jetzt.
auf zur BGA. Sollte man nicht zwei Sachen gleichzeitig machen? So, jetzt hier rein. Zack. Wir fahren über den Parkplatz am besten, ne? Ja, dann wissen wir direkt, ob es voll ist. Ich glaube, es war grün. Kirschgrün. Sogar keiner. Wie springt der nicht auf grün um, glaube ich. Noch die Gärreste holen, so ein bisschen Wasser nachproduziert bekommen. Ich habe gerade die Absage leider bekommen von einer Anfrage, die ich gestellt habe am Nordwest Gaming Team. Grüße von mir hier in jetzt im Augenblick dann direkt an dieser Stelle, so wollte ich sagen. Und ja, schade, dass es nicht klappt, aber Real Life geht vor. Es war auch ein ziemlich knapp jetzt alles angesetzt. Ja, von daher alles gut. Ja, und hier an der BGA verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da und schaut euch auf jeden Fall den Livestream an. Ja, ich bin gespannt, wer dabei sein wird und bis dahin alles Gute. Tschüss.